Willkommen zurück zu Let's Play SimCity mit Jan. Ja, und Lukas ist auch dabei. Du musst Hallo sagen. Nein. Nein, wer begrüßt dich schon? ja, ich glaube, du kannst gleich mal ein Rathaus-Update machen. Ja, da kann ich jetzt ein Upgrade machen. Kannst auch da auf der Upgrade drücken. Ah, da auf Upgrade drücken direkt. Okay. Dann mal Doppelklick. Meinst du nicht, wir könnten eine Donauto machen? Ein bisschen halt. Okay, Doppelklick. Dann, die Leute protestieren aufgrund zu vieler Krankheiten. Ja, ist ja egal. Doppelklick und dann, etwas ausbauen. Wir brauchen unbedingt das da ganz rechts, glaube ich. Ja. Die Versorgungsabteilung. Wo soll da ich die bauen? Links, ja auch. Hier. Da kann ich sie nicht bauen. Nein, da, das Blaue. Siehst du den Punkt, den Plan? Ja, aber, ach so, da. 15.000. Gut, dann wollten wir jetzt die Kläranlage bauen. Die haben wir freigeschalten, nachdem wir das das Gemeinderathaus oder was es war ausgebaut haben. Das haben wir da. Da ist die Kläranlage und wir machen sie einfach da, mal da, glaube ich. Da, ich würde sagen ja da, weil da schon alles dreckig ist. Ja, okay. Ach so, nein, scheiße. Wieso? Scheiße. War da etwas Wichtiges jetzt? Ja. Also die Kläranlage macht sauberes Wasser. Ja. Und das Wasser geht langsam in der Region aus. Warte mal, wie viel Wasser wir haben, sieht man ja da nicht. Wenn das klick mal da auf, ja genau, hier siehst du es. Ah, und da ist gerade ziemlich wenig Wasser jetzt. Ja, aber nein, das ist ja auch egal. Das Problem ist nur, das Wasser geht bei den Wassertürmen dort aus, so langsam. Siehst du, das war noch ganz dunkelblau hier genau, bei den ja. Wassertürmen und jetzt ist es schon hellblau. Ja, man kann ja die Wassertürme danach einfach zum Beispiel da bauen oder da, nicht? Ja, nur die Kläranlage pumpt da und Wasser wieder in den Boden rein. Und da oben ist es auch total verdreckt. Ja. Deshalb, das ist das Problem. Und dann würde ich sagen, bauen wir einfach die Kläranlage jetzt da irgendwo, oder? Und reißen die ab, oder wir ja, lassen waren sie ja jeden 60.000. Ja. Ich würde sagen, reißen sie einfach ab. Bekommt man gar nichts zurück, oder wie? Nein. Nein, ohne Scheiß nichts. Fehlen. Dann bauen wir einfach eine neue Kläranlage jetzt in einem Gebiet mit mehr Wasser. Wieso sieht man da nicht, wie viel Wasser ist da eigentlich? Bau es einfach mal da unten, wo unsere Wassertürme sind, irgendwo. Ja, da. Das ist ja das Krankenhaus oder die Schule. Nein, Krankenhaus. Also die Kläranlage braucht später viel Platz, wenn die ausgebaut wird. Da könnte man sie machen. Nein, da hat sie zu wenig Platz. Machen wir sie da und dann eine Straße runter? Mach sie einfach da irgendwo, würde ich sagen. Ja, geht eben nicht. Da könnte man sie machen. Ja. Gut, wie ist es da mit dem Wasser eigentlich? Könnte man schnell nachschauen. Ja, da ist ziemlich viel Wasser. Ja, das ist egal. Spätestens, wenn die dann mal ein paar Monate läuft, ist da dann schon viel Wasser. Okay, ja. Bau die erstmal zwei, drei Sachen aus, dann kannst du die anderen mal zumachen. Also, was haben wir da? Einen Tank. Machen wir noch ein paar Tanks. Wie viele glaubst du, soll ich machen? Drei, vier? Mach mal, ja. Vier, mach mal vier, ja. Gut. Dann start mal wieder weiter, dass die Leute die Arbeit doch bekommen. Ja, das passt. Moment, langsam. Okay. Was war ja, das? Ja, nein, Problem schnell, jetzt? Das geht schon. Das ist nur wegen der Kläranlage. Ah, wegen der Kläranlage. Nein, ja, Zombies. Was geht? Nein, das ist nicht gut. Laufen die Monster bei ihnen im Hof herum? Mehr Nachrichten um 11. What the fuck? Also jetzt kannst du mal schauen, überall da wo so ein grünes Licht ist, ja? Das sind Zombies. Ah, die leuchten grün, oder wie? Sozusagen. Cool. Siehst du das? Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Ja, diese beleuchteten... Das ist jetzt ganz scheiße, weil wir sind schon im Minus und wir verlieren jetzt wahrscheinlich so um die 20.000 Menschen. Was? Ohne Scheiße ist... Ja. What the fuck? Werden unmöglich stark ins Minus gehen. Die Menschen werden alle ausziehen, werden dann erst ganz langsam wieder kommen und... Und das geht jetzt auf die ganze Stadt über oder ist das jetzt nur in diesem Gebiet da oben? Überall. Ach und du Scheiße. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob das jetzt wirklich 20.000 sind. Ich hatte es schon mal und ja, das Problem war, dass einfach sehr viele es waren. Ich weiß jetzt eben wirklich nicht mehr, ob das jetzt wirklich 20.000 waren, aber ja, ich das ist jetzt auch egal. Jedenfalls verlieren wir jetzt Einwohner. Erstmal so gesagt.
Da man das aber sehr selten sieht, gehe ich einfach mal ranzoomen. Ja. Also das sind alles normale Menschen noch. Das sind nur normale Menschen und dann. Wenn man auf das Haus klickt, da, bekommt man. Grünen. Ah, das sind die Zombies. Zeig sie mal her. Oder nein, das nicht. Nein, sind es noch nicht. Also sehen aus wie ganz normale Leute. Die leuchten dann, die Zombies. Ah, die leuchten. Grün, ja. Sehen die überhaupt aus wie richtige Zombies oder sind die einfach nur grün gekleidet? Also, ja, die sehen aus wie grüne Zombies, sagen wir es einfach mal so. Cool. Ja, so cool ist das gar nicht. Also, wir könnten ja auch einfach versuchen, die Gebäude abzureißen, dort wo ein Zombie gefallen ist. Erstmal Pause. Jan übernimmt inzwischen mal die Steuerung. Oh, da müssen wir ziemlich viel jetzt abreißen. Ja, die gehen sowieso. Wenn wir jetzt alle abreißen, wo Zombies sind, dann sind keine mehr, oder? Und man kann, es entstehen nicht neue Zombies, oder? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall macht es keinen Unterschied, ob wir jetzt alle abreißen oder ob da jetzt Zombies drin sind, weil die gehen ja dann sowieso. Ja, klar. Vielleicht werden so weniger angesteckt halt, wenn wir jetzt ja, schon das hoffe ich eben. Die Häuser abreißen. Das ist mein Hintergedanke, ja. Sind das auch zombie-befallene Häuser? Nein, nur die, die grün leuchten. Okay. Hoffen wir, dass kein Wolkenkratzer ist. Das wäre ziemlich schade. Das da leuchtet, nein. Nein, da ist die Feuerwehr. Da ist ein Feuerproblem, ist jetzt weniger schlimm, glaube ich, wenn wir Zombie-Überfall haben. Es wäre gut für das Geschäft, keine Kraftwerke aus dem Weg zu... Was? Die Kraftwerke aus dem Weg zu räumen. Holen wir uns die Energie von den Nachbarn. Ja, wenn Zombies uns befallen, dann ist das größte Problem, das man hat, dass der Fernseher gerade nicht läuft, ist klar, ja. Ja. Weil das ist ja nicht so schlimm, wenn die Zombies kommen. Wichtig ist, dass der Fernseher weiterhin läuft, damit man RTL anschauen kann, mitten im Leben. Weil sonst... Also sozusagen gefakte Reality-TVs. Ja. Halt, stopp! Jetzt dreh dich! Halt, stopp! Jetzt drehe ich! Du, Zicke! Und 2 Liter Speichel weniger. Ja, ich glaube, das waren auch schon alle bis jetzt. Hoffen wir es mal. Sieht danach aus, oder? Ja, Problem gelöst, oder? Nein, das glaube ich weniger. Da ist deine Schießerei? Nein, das sind Zombies. Ach so, das sind Zombies. Kann die nicht irgendwie killen? Was macht die Polizei doch? Wird überfahren und lebt weiterhin. Also das sind Zombies. Cool, die leuchten grün. Wow. Ja, so. Was haben die gegessen? Die Versorgungsabteilung von Los Angeles erlaubt es allen Städten in Kalifornien. Aha. Und die wird auch gleich infiziert, oder? Nein. Nein, die wollte ich gar nicht klicken. Halt Ausschau nach leckeren Gehirnen. Herkunft Klinik. Da drüben ist auch schon einer. Läuft Zombies werden in der Klinik hergestellt sozusagen. Ja, vielleicht wenn wir die Klinik abreißen würden. Das wäre vielleicht eine gute Idee, obwohl dann die Gesundheit vielleicht ziemlich in der Stadt. Ja, dann bauen wir halt eine neue, aber wir verlieren nicht nur 200.000. Ich glaube, wir verlieren das ganze Spiel, weil wir jetzt so viele Ausgaben haben. Einfach nur... Steuern erhöhen. Ja, das schon. Wir können auch wieder die Schulen schließen, statt... ja, versuchen wir mal das Krankenhaus einfach nur zu schließen. Was passiert dann? Vielleicht eine gute Idee, aber... Ja, jetzt ist das grüne Licht auch weg. Ah, das heißt, jetzt kommen keine neuen Zombies raus. Hoffe ich. Zumindest. Schauen wir mal. Nein, jetzt also das grüne Licht besteht ja immer noch. Soll ich versuchen abzureißen? Ist ja egal, wegen diesen 100.000, da haben wir ja eh schnell wieder gefarmt, oder nicht? Ich glaube schon, ja. Also ich würde sagen, wir gehen das Risiko einfach mal ein. Ja, kann nicht so Safe State machen oder so. Sozusagen jetzt speichern und dann diesen Spielstand laden, im schlimmsten Fall, wenn... Nein. Geht nicht. Nein. Ah. Wenn man da mal das hat Origin ja cool gemacht. Wenn man da verloren hat, hat man verloren. Ja, das hat Origin super gemacht. Ja, war eine sehr gute Idee. Hat Origin nicht, meinte eh natürlich. Origin ist ja nur das Dienst, wie Steam zum Beispiel. Und jetzt müsste das Problem gelöst sein, oder? Da ist noch eine Klinik. Mann. Ah, ja. da werden auch Zombies produziert, oder wie? Ah ja. Glaubst du, wenn wir alle Kliniken abreißen, geht das dann?
oder nicht? Ja, es sind dann halt viele Kosten dann wieder, wenn wir neue Kliniken bauen müssen. Schau mal unsere Stadt kurz an. Ja, okay. Diese ganzen Häuser, die werden alle abgerissen und neu aufgebaut, wenn die dann von ja, okay, dann müssen wir sofort jetzt alle Kliniken abreißen. Als Maßnahme. Und hoffen, dass es besser wird. Ja. Das wo ist dann noch also eine Klinik? Also die dritte Klinik ist, glaube ich, oben irgendwo. Hier irgendwo, ne? Ja, ich glaube schon in der Zone. Mann, sind wir ein schlechter Bürgermeister. Wir wissen nicht mal, wo unsere Klinik ist. Oder vielleicht da unten. Im unteren Bereich der Stadt. Da ist die Feuerwache. Die Feuerwache, ja. Da ist die Klinik. Leuchtet die? Wo bin ich jetzt? Ah, da ist... Da das heißt, ist die Klinik. Aus dem Auge verloren. Die leuchtet nicht, nein. Oder du musst vielleicht die Zeit abspielen, damit man nicht sieht, wie sie leuchtet. Okay, dann hauen wir die auch einmal weg. Wie viel kostet eine Klinik zu bauen? 100.000? Nein, nein, weniger. Ah, gut. Weil ich dachte schon, wir müssen Schulden jetzt wieder machen, um eine Klinik zu bauen. Ja, und so schnell verliert man Geld in Sims-Sette. Gerade hatten wir noch 800.000 und jetzt sind wir wieder auf 200.000 im Plus. Wir sind auch wieder im Plus, ja. ja, okay. Trotz Zombie-Apokalypse, aber... Wir brauchten viel Geld. Ja, jetzt seid nicht traurig, dass ihr nicht gesehen habt, wie die Zombie-Apokalypse so ist, aber das es wäre wahrscheinlich noch früh genug sehen. Wahrscheinlich wäre es auch das letzte Let's Play gewesen, wenn wir jetzt wirklich die Stadt verloren hätten, glaube ich. Der letzte Part. Das letzte Let's Play, glaube ich nicht gerade. Der letzte Part, zumindest dieser Staffel, sagen wir es mal so. Also. Oder wir hätten das Let's Play jetzt komplett gelassen, weil eine Zombie-Apokalypse gekommen wäre. Also ich hoffe einfach mal, dass das jetzt wirklich funktioniert hat, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Aber es sieht schon so aus. Ja, ich sehe keine Zombies mehr. Ich höre zwar ein paar Schießereien, aber das sind glaube ich nicht die Zombies, oder? Die Zombies kommen. Oh. In dieser, ja, wo kommen die denn Haus jetzt her? Hier nicht, hier kommen die Zombies, okay. Also müssen wir dieses Haus jetzt noch abreißen. Für heute geschlossen. Also es gibt überall tolle Läden zum Shoppen. Polizeiwache sind alle auf Streife. Okay, es sieht so aus, als wäre das auch eines der einzigen gewesen. Ja, dann hoffen wir, dass das Problem jetzt gelöst Strom, ist. Wir brauchen Strom, wir brauchen Strom. Ja, wer braucht schon Strom? Ich nicht. Eben. Unser Computer wird betrieben mit einem Hamster, ja, der im Laufrad läuft. Ja. Alter, was soll der Scheiß da? Weiß ich doch auch gleich mal ab. Ja, nee. Zwei Leute wohnen da. Ja, ich glaube, wir lassen es dabei. Ich meine nicht mehr mit dem Bart. Ja, also ich hoffe. Ja, die Musik ist immer noch die Warnmusik von den Zombies, nicht? Hörten ja auch bei der Musik. Ja, und die sagen mit Straßenupgrade zum Erhöhen der Dichte erforderlich. Ja, jetzt gerade Zombie-Apokalypse. Da müssen wir die Straßen ausbauen gehen. Würde ich auch sagen. Wir sind gute Bürgermeister. Ja. Für das Wohl des Volkes. Und für das Wohl des Zombies natürlich auch. Ja, dass die da besser durch die Straßen kommen. Dass sie mehr Leute fressen können, ist sehr wichtig für uns. Boah, Mann, ey. Zeig mal, sind die bescheuert oder was? Die rennen alle durch das Auto durch. Cool. Das muss ich auch mal probieren im Real Life. Ja, das geht schon. Das geht schon. Geil, die wurde gerade überfahren und geht einfach weiter. Das haben sie cool gemacht. Also ich hoffe ja wirklich stark, dass das war. Wieso haben wir keinen Strom, Alter? Schau mal auf das Kraftwerk. Alles ist wieder in den Gang. Wir produzieren zwar im Überschuss, aber... Ja, ich weiß, wir haben es jetzt gerade nicht so dicke mit dem Geld, aber... es muss einfach sein. Du musst es so verstehen. Die einen haben keinen Strom, ziehen aus. Ja. Dann haben die Geschäfte zu wenig Kunden. Machen zu, die Arbeiter sind dann arbeitslos und so weiter. Ja, das ist ein Teufelskreis. Ja, und das ein ganz starker, aus dem man schwer wieder rauskommt. Habe ich und darum sind gerade Stromprobleme aufgetreten. Ach ja, so nebenbei, ich bin gerade am Spielen, also. Ja, habe ich schon vorhin gesagt, dass du gerade spielst.
vor 5 Minuten oder so. Wer hört dir zu? Ich? Du hörst ja selbst zu. Nein, eigentlich nicht. Ich höre mir auch nicht zu. Ah, die Zombie-Apokalypse ist vorüber. Also jetzt wird's wieder Tag, glaube ich. Party. Ah, nein, nein, wird's gar nicht. Ist immer noch Zombie-Apokalypse? Ja, es ist erst eins. Oh, fuck. Ja, ich will mal die Zeit beschleunigen, da wir jetzt wieder im positiven Bereich sind. Es geht nicht um den positiven Bereich, Lukas. Ja, Geld. Alles Geld. Alles nur um Geld. Mehr Zeit ist mehr Geld. Die Menschen sterben in deiner Stadt. Ja, das Geld steigt trotzdem. Ja, aber wenn die dann ausgestorben sind, dann nicht mehr. Scheiße. Was tue ich dann, wenn ich kein Geld mehr bekomme? Schießerei. Also meine andere Stadt ist wirklich total kaputt gegangen an der Zombie-Apokalypse. Eine komplette Stadt? Komplette Stadt. Du könntest ja mal ein Let's Show machen von deiner alten Stadt, wenn du den Account noch hast. Hast du ja noch, oder? Ja, aber wie schon gesagt, ist total kaputt gegangen. Achso, ja. Also, ja, ich habe dann nochmal eine gemacht, die wurde dann etwas größer. Ich glaube, die hatte dann so etwas um die 200.000. Ah, sie zerfallen jetzt. Jedes Mal, wenn da kommt, sterben alle Zombies, oder wie? Ja. Ah. Aber haben wir gut hinbekommen. Ja, warte mal, jetzt müssen wir die Kliniken wieder aufbauen. Ja, ich warte nur, bis richtig Tag ist. Ja. Also, von 3 Sims die Gehirne gefressen, das ist sehr wenig. Bei mir waren das damals, glaube ich, auf die 40.000. Ja, ungefähr. Ich hatte da eine Stadt mit ungefähr 120.000 Einwohner, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, das heißt, ich habe das mehr oder weniger ungefähr einfach nur abgewartet. Ja, ich wusste nicht, was tun. Und jetzt kam mir einfach mal so die Idee, das einfach mal so zu machen, und hat ja auch super funktioniert. Abreißen. Ja, also wenn ihr eine Zombie-Apokalypse habt, bei SimCity einfach Krankenhäuser abreißen und jedes Haus abreißen, wo gerade befallen ist von Zombies. Dann müsste das Problem gelöst sein. Reißen wir die mal ab. Ja, und ich würde sagen, das war's für diesen Part. Nein, würdest du nicht. Jetzt machen wir noch schnell 2 Minuten. Dann war das. Dann war das frisch für heute. Alles, würde ich sagen. Ja. Dass wir noch schnell die Klinik machen, weil sonst vergessen wir das. Die Klinik. Okay, wo war die erste? Also da war eine Klinik, da siehst du ja, dass da nichts ist. Okay. Dann eine andere Klinik war in diesem Bereich. Machen wir mal Pause. Wieso? Hier war noch eine Klinik. Hier war eine Klinik und da oben, wo der Bereich frei ist, ist auch eine Klinik gewesen. Hä? Ja, musst du fast überschreiben, glaube ich. Dann gleich mal wieder ausbauen. Schild. Mann, Alter, scheiße. Abstellplätze. Nee, wirklich, das ist echt scheiße. Ja, diesmal baue ich nochmal 2, dann, ja, das Geld. Alter, haben wir jetzt wenig Geld. Was ist eigentlich die Farbe da? Wenn das orange ist, heißt das, wir sind im negativen Bereich, dann wird das orange, heißt, oder? Innerhalb einem Jahr sind wir pleite oder so, glaube ich. Und wenn das dann rot wird, in einem Monat oder so etwas, ich weiß nicht mehr genau. Ach so, ja. Das sagt er dir aber, glaube ich, schon. Ja, bauen wir es einfach mal überall. So, ja, 23 Stunden, also nicht ein Jahr, sondern ein Tag. 23 Stunden, okay. Das habe ich. Minus 1308, optimal. Ja, das dritte, glaube ich, und jetzt müssen wir, glaube ich, wieder Wohngebäude aufbauen. Ich würde sagen, wir erhöhen einfach mal auf 11%. Ja, gut. Und vielleicht sogar mehr als 11%. Nein, ich würde sagen, fast einen Kredit aufnehmen. Ich weiß ja nicht, was du davon hältst. 50.000, ja, ist halt deutlich teurer dann die Stunde. Ja, 300. Wenn wir dann später wieder 4.000 verdienen. Ja, klar. Stunde. Okay, ich würde den 50.000 auch Kredit nehmen. Dass wir doch das letzte Krankenhaus ausbauen können, weil schau mal hier. Ja. Das ist einfach, ja. Wir haben es aber sehr gut überstanden, glaube ich. Also, ja, eine Zombie-Apokalypse ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht jetzt gewesen. 3 Sims sind gestorben. In der Zombie-Apokalypse. Achso, nur 2. Das reicht dann schon. Würde ich sagen. Überlagerung. Da kannst du wahrscheinlich keins mehr bauen jetzt. Pech gehabt. Also dann nicht, ne? Lassen wir es weg. Okay, ist auch egal, haben wir mehr Geld. Ja, und jetzt, ich würde sagen, wir schreiben es uns sogar am besten auf, wo wir stehen geblieben sind bei den Krankenhäusern. Ja, kann ich die beim Ausbauen. Und
Ich weiß jetzt nicht, warum das orange ist, dann ja. Ist perfekt, aber ja. Wenn sie eine Kläranlage haben, sind Abwasser, Endrohre überflüssig. Können Rohre stilllegen oder planieren, okay. Also abreißen. Das reißen wir auch frisch ab. Dann alles ist abreißen. Okay. Gemacht so und der Rest unserer Stadt lebt noch nach der Zombie-Apokalypse. Juhu, super gemacht. Ja, drei tote Sims. Also, das ist jetzt, glaube ich, echt gut gegangen. Also ich glaube, es hätte noch ja, besser gehen mal. Können. Zeigen wir mal den Zuschauern der Stadt. Sieht ja jetzt wirklich gut aus, nicht? Also im Vergleich zu den letzten beiden Parts hat sich da schon einiges geändert, nicht? Ja, in den letzten paar Parts, sagen wir es mal ja, so. Ich weiß nicht. Sieht aber ziemlich gut aus, ne? Ja. Geht schon Richtung Großstadt. Also jetzt nehmen wir schon über 20 Minuten auf und ich würde sagen, dass wir jetzt das lassen müssen, sonst kriegen wir es nicht mehr YouTube hoch. Ja, sonst lade ich da 10 Jahre hoch. 24 Stunden wie ich das letzte Mal. Bei einer schlechten Internetverbindung. Ja, wir haben hier gerade mal eine Internetverbindung von 1300 Kilobit in der Sekunde. Ja, und warte mal. Bei meinem Vater, wo ich letzte Woche war, da hatten wir 2 Kilobit der Sekunde und ich brauchte genau 24 Stunden, um den Bart hochzuladen. Deshalb beklagte ich nicht besser. Nein, das ist auch der Grund, warum wir nicht 1080p aufnehmen. Ja. Und ja, ich habe hier beim PC, also das Internet übers Telefon hat nur 500 Kilobit in der Sekunde, nur mein Handy, das Samsung Galaxy S3, Schleichwerbung, hat natürlich eine dreimal so schnelle Internetverbindung, trotz dass wir kein LTE hier haben. Mit 3G, ja. Ja, mit 3G und ich lade da hoch mit 1300 Kilobit in der Sekunde und ja, dann geht das schon, aber 1080p wäre sozusagen unmöglich. Und ja, jetzt wir feiern nicht mehr auf, so, ja. Ja, ich würde sagen, wir belassen es dabei ja. Und bis dann. Und gebt ein Abo. Ciao. Ciao.